Wieso krieg ich das Holzwunder nicht mehr hin? Mensch, das Kinder nochmal. Loswerden! Ich brech ins Essen hier. So, hier. Baut das mal auf. Strukturelementar. Strukturelementar. Oh, Rüdiger. Hoch, neben die Wikinger. Manchmal bin ich ja doch froh, dass ich dich hab. Strukturelementar. Rüdiger kann jetzt durch ein Wunderholz erschaffen. Konnte er vorher nicht, hat er auch nicht gezeigt. Ach, Rüdiger. In deiner Welt möchte ich mal leben. Zumindest einen Tag lang. Überall hinscheißen, wo ich möchte. Alles neu lernen, was ich eigentlich schon seit 10 Jahren weiß. Ah, ja. Okay. Kann ich das einfach so mitnehmen? Ja, guck mal hier, ganz viel Getreide. Ganz viel ist vielleicht übertrieben, aber zumindest ein bisschen. Kann man doch schon mal mit leben. Irgendwie ist da ein Gewitter über Nemesis gerade. Tja, das ist ein Leid. Hi! Diesmal haben wir es ihnen gezeigt. ja, so geht das. Ich muss unbedingt dieses Weltwunder da weghauen. Sonst gibt's Ärger. Ich glaube, das war's, oder? Ihr müsst Hütten bauen. Hier. Ah, ja, stimmt. Wenn ich ein Dorf zu einem gewissen Grad angegriffen habe, hören die auf, Gottesdienst zu machen. Das ist ein Wissen, das ich gerne so umsetzen möchte und auch so beibehalten möchte. Falls wir in naher Zukunft mal irgendwann... Du tanzt aber komisch, Rüdiger. Könnte das vielleicht damit zusammenhängen, dass ich gar nicht möchte, dass du tanzt? Ich kann dich auch anzünden. Gesundheit. Was? Dann okay, Gesundheit. Gesundheit. Okay, guck mal hier. Haha. Gesundheit. Ihr liebt mich doch. Gesundheit. 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 Ja. Gesundheit. Ach, Witter wieder. Tausche deine Kreatur gegen diese, wenn du willst. Ja, wenn ich will. Ich will aber nicht. Rüdiger ist gut. Gegen so einen kackenden Bären tausche ich den sowieso nicht ein. Stufe 2. Wir sollen leiden. Momentan ist da so viel Regen, dass das nichts bringt. Flammenschwäne. Obwohl, das Dorfzentrum kann ich nochmal ein bisschen angucken. Ich will bloß nicht, dass er die Wunder benutzen kann. Flammenschwäne. Sein scheiß Weltwunder kann sich auch mal gehackt legen. Flammenschwäne. Das war ja schön. Das war eine glatte Eins. Nett zu deinen Freunden, gnadenlos zu deinen Feinden. Bekehrter Züchter. Ihr könnt euch ja mal überlegen, wem ihr lieber dienen wollt. Nemesis oder mir, ihr Dorfbewohner hier. Bekehrter Züchter. Okay, das ist schon mal ganz cool. Die fangen schon an zu arbeiten hier. Hoch, neben die Wikinger. Strukturelementar. Hoch, neben die Wikinger. Yay. Strukturelementar. Schaut doch mal hier. Strukturelementar. Hoch, neben die Wikinger. So, 2. Das muss noch mehr. Neben die Wikinger. Ich weiß, dass ihr Wohnhäuser und öffentliche Bauten braucht. Definitiv ein Friedhof ist vonnöten. Habt ihr die Krippe fertig? Ja, die Krippe habt ihr auch fertig. Schaut mal, seitdem ich hier bin, ne, läuft das alles hier. Es ist ja so, als würde jemand schummeln. Überall Nahrung hinschmeißen. Und Rüdiger guckt nur zu und denkt sich, was ist da denn noch? Was passiert da denn? Das habe ich auch noch nie gesehen. So Leute, ich muss mal ganz kurz raustappen und was gucken. Ja, ich bin immer noch da. Könnte sein, dass er die Aufnahme wieder verhunzt hat. Nein, wir sind schon eine halbe Stunde gut dabei. Und da sind wir wieder. Mal gucken, was wir in diesem Part alles so hinkriegen. Ich schätze mal, dass wir das Wunder hier fertig machen. Strukturelementar. Dann haben wir zumindest
Ja, wir haben einen viel größeren Einflussbereich, wenn wir hier ein Wunder stehen haben. Wenn dann ein Wunder überhaupt gebaut wird, ein Chinesenwunder hier. Ja! Das sieht doch gut aus. So, und da schmeißen wir jetzt einiges an Holz drauf. Wie viel Holz ist denn da drin? Ach, guck doch mal, ein Erstaunen, das ist doch eine ganze Menge. Da greife ich erstmal 20.000 von ab und dann sollte das eigentlich klappen. Vorher nochmal ein paar Leute zum Bauen abrichten. Und schon haben wir viel mehr Einflussbereich. Hoho. Läuft doch. So. Leben die Wikinger. Strukturelement. Ihr sollt ja nicht gucken, ihr sollt arbeiten. Leben die Wikinger. Und Rüdiger kriegt wieder die Erkenntnis des Tages. Begehrter Baumeister. Okay, so. Bekehrter Züchter. Die sind sowas von desillusioniert. Aber das ist mir egal. Hauptsache, ich habe hier ein Weltwunder für mich. Holzbedarf ist null. Das heißt, alle sind glücklich. Vor allem ich. Was? Nee. Oh, Wurm. Komm, nochmal. Ach so, geht ja nicht mehr. Wird zu viel gebaut hier. So. Strukturelementar. Dahin. Was haben wir denn auch noch? Wunsch nach öffentlichen Bauten? Ja, das könnt ihr gerne haben. Aber erstmal muss ich mich auch mal um diese Leute hier kümmern. Damit die hier alle nicht kaputt gehen. Wir brauchen Felder. Wir brauchen definitiv Felder. Dann geht das alles besser. So. Zack. Hier machen wir noch ein Feld hin. Habe ich hier nicht... Haben wir noch ein Feld gebaut? Hier vorne. Mach das doch mal fertig da. Das ist direkt am Wasser. Besser geht gar nicht. Leben die Wikinger. Hoffentlich sterbt ihr hier nicht alle. Einfach mal so, zack, ohne dass ich es merke. So wie die hier. Sofortreise. Nee. Och, doch nicht Sofortreise. Was will ich denn damit? Sofortreise. Och, komm schon. Leben die Wikinger. Füllhorn. Stufe 1. Hoch, leben die Wikinger! Füllhorn. So. Hoch, leben die Wikinger! Dann machen wir das nochmal hinterher. Gesundheit. Stufe 1. Füllhorn. Gut, hoch, dann geht es euch wieder besser. Ich Füllhorn. Glaube schon. Hoch, leben die Wikinger! Füllhorn. Yeah. Hoch, leben die Wikinger! Füllhorn. Hoch, leben die Wikinger! Okay. Füllhorn. Boah, ist das ein rosa Kringel. Habt ihr den gesehen? Schaut mal, ich kann sogar bei Nemesis jetzt rein. Hoch, leben die Wikinger. Oh, habt ihr kein Holz? Die haben ja gar nichts. Füllhorn. Das dürfte eigentlich relativ einfach werden, die zu bekehren. Füllhorn. Hoch, erst ein bisschen kaputt hauen und dann... Füllhorn. Hoch, leben die Wikinger. Schaut mal. Füllhorn. Hoch, leben die Wikinger. Und wenn ich nicht genug Glaubenskraft habe, nehme ich einfach mal einen von denen mit. Tut das weh? Hat das etwas mit Nemesis Fluch zu tun? Apropos Nemesis, da können wir Lass ja mal gucken. Mich dir helfen, die Welt zu erhellen. Ja, mache ich. Ich möchte dir noch mehr erzählen. Dieses Wunder verändert die Gesinnung deiner Kreatur und macht sie zu deinem Feind. Wenn deine Kreatur Nemesis Gesinnung annimmt, werden die Seelen niemals vereint. Okay. Ich möchte dir noch mehr erzählen. Doch zunächst muss ich ruhen und beten. Bitte komm morgen wieder. Ich möchte ihn erneut fragen, an wen mit wem spricht er denn dann, wenn er betet? Ganz bestimmt nicht mit mir. Vielleicht sollte ich da mal ein bisschen die Säge kreisen lassen. Sieht aus wie immer. Blasphemie und so weiter. Hoch, leben die Wikinger! Meine Kreatur kann so vieles. Auf einmal. Hoch, leben die Wikinger! So ganz plötzlich. Füllhorn! Hoch, leben die Wikinger! Füllhorn! Aber meine Kreatur ist immer noch klein. Füllhorn. Ich weiß aber auch nicht, was das ändern soll. Leben die Wikinger. Warum baut ihr denn das nicht zu Ende?
Mach das doch einfach mal. Ich baue euch dann auch ein paar Hütten dahin. Ich finde es aber sehr, sehr interessant, dass sie hier alle die gleiche Sprache sprechen. Ja, das ist ja eine wahre Utopie. Stufe 1. Hoch, neben die Wikinger! Tja, Nemesis, ich würde an deiner Stelle mal ein bisschen mehr auf meine Dörfer hier aufpassen. Sonst gibt's auf einmal ein Problem. 900... Ach, das kriegen wir doch super hin. Schau mal, wie viel das... Das bringt ja eine ganze Menge. Und da die kein Holz mehr haben, um das hier alles fertig zu bauen... Ja? Nemesis, du hast ein Holz mit dem Ding. Das können wir uns so nutzen machen. Aber die scheinen auch ein paar faule Schweine zu sein, anstatt hier mal das aufzubauen. So. Witz sagt man, danke, ne? So. Sofort reise. Was? Ich hab doch niemals ein Haus gemalt. Ich hab vieles gemalt, aber kein Holz. Haus. Holzhaus. Gesundheit. Stufe 1. So. Ne, ihr nicht. Ihr. Hoch, lebe Japan. Gesundheit. Hoch, lebe Japan. Gesundheit. Hoch, lebe Japan. Kannst du das mit dem Megablast mal lassen? So eine Frage jetzt. Wäre vielleicht... Bitte? Aber wenn ich ihm den Megablast wegnehme, dann haben wir schon mal einiges gewonnen. So. Hi. Diese Lektion werden Sie nie vergessen. Und so schnell kriegt man Nemesis dann wieder aus der Reserve gelockt. Regen des Lebens. Ich helfe dann. Leben die Wikinger! Obwohl Nemesis da bestimmt schon wieder irgendwas drüber geschissen hat. Ich mach mal die alte Strategie. Nahrung klauen und dann in Einzelbeträgen wieder zurückgeben. Ich weiß auch ganz genau, wo ich das hinpack. Und je weniger Nahrung, desto weniger Kinderwunsch. Ja, jetzt haben die nämlich gar nichts mehr. Ihr braucht Wohnhäuser, ja. Ihr braucht Nachkommen, aber das läuft ja auch langsam an. Wurm. Da. Bitteschön. Sagt man da auch Danke? Ich glaube, Nemesis hat das da so gut im Griff, dass ich das einfach nochmal machen kann. Sie sollen leiden. Ja, das sollen sie. Flammensphäre. Ach so, jetzt hat er da ein Schild hingesetzt. Aber das ist mir egal. Es geht auch so. 796, Mann. Schwierige Zahl. Ach, eigentlich nicht, aber ein bisschen schon. Okay. Hier kann ich auch schon mal Spaß machen. Hi. Bin der Neue. Nein, tu es nicht. Warum nicht? Was hat er denn hier für Wunder rumstehen? Blitze, Holz, Schilder. Da hat er sein Schild her. Das heißt, wenn ich da den Schild wegnehme, dann ist er total wehrlos. Was gibt's hier? Was? Wir brauchen Lebensmittel. Ein Megablast mit doppelter Aufrüstung. Also da muss ich definitiv immer was draufhauen, sonst... Sonst ist hier... Nee. Sonst habe ich keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Flammensphäre! Oh Mann, unser Weltwunder brennt schon wieder. Das kennen wir ja schon. Flammensphäre.